Hi, willkommen bei Europa von A bis Z. W wie Wasser. Europa will das Wasser schützen. Das Wasser von Flüssen wie der Donau, das Wasser an eurem Lieblingsstrand, euer Trinkwasser und euer Abwasser. Umfrage über Abwasser. Zum Baden, zum Trinken. Es gibt rund 30 Wassergesetze in der EU. Ziel? Wieder sauberes Wasser. Alle Mitgliedstaaten müssen mitmachen. Wir sehen nach. Nein, nicht. Wir sind ein Infosender, kein Reality-TV. So war das vor 2007. Wenn man in Brüssel die Toilettenspülung zog, wurde das Abwasser direkt in den Fluss gespült, die Seine. Aber heute muss das Abwasser aus der Brüsseler Gegend immer erst geklärt werden, weil die EU-Normen bzw. Gesetze das so vorschreiben. Jeden Tag fließen 275 Millionen Liter Abwasser durch diese Kläranlage. Das entspricht 100 vollen Olympiaschwimmbecken. Dafür muss man 1. Größere schwimmende Abfälle entfernen. Sie werden zentimeterweise herausgefiltert. 2. Die Fette abschöpfen, die an der Oberfläche schwimmen, dann die Sedimente auf dem Grund. Und 3. Die organische Materie beseitigen, die im Wasser abgebaut wird. Genauer gesagt, die von Menschen und Tieren ausgeschieden wurde oder die verfaulten Pflanzen. Das alles dauert 10 bis 18 Tage. Dann ist das Wasser wieder sauber. Klärkosten 0,04 Cent pro Liter mal 275 Millionen Liter gleich 125.000 Euro pro Tag. Und je mehr wir das Wasser verschmutzen, desto teurer wird die Klärung. Problem? Nicht alle Mitgliedstaaten können sich diesen Luxus leisten. Bestimmte Mitgliedstaaten haben kein Geld, um so teure Kläranlagen zu finanzieren. Schade, dass gewisse EU-Gelder nicht dafür eingesetzt werden. Bis die EU helfen kann, darf nicht so viel verschmutzt werden. Aber wie? Denkt mal drüber nach, bevor ihr die Klospülung zieht. Tschüss!